Ja, meinen wunderschönen guten Morgen, Teil 4, Stufe 4, Stufe 4, dunkles Unglück, begrenzte Herausforderung, gefährliche Gipfel. Jawohl, es beginnt mal wieder, ne? I'll do my best. Is this real life or is this fantasy? Ja, das ist Fantasy, ja, ein Fantasy-Spiel, ne? Ja. Das ist halt so, wenn ich die Oldtime-Wave. Das ist das Schöne mit der Kabum-Hilde, die greift immer mal nach hinten so an, ne? Eigentlich kannst du es hier, glaube ich, auch automatisch laufen lassen, oder? Würde ich mal so pauschal behaupten. Das ist zwar Verludung von mir, aber ich spiele es jetzt mal einfach normal durch. Wie normale Menschen. Du fliegst weg. Du fliegst jetzt halt einfach jetzt weg, ja, ganz genau. Bam. Bam, 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 bam. Das kann ja mal, da war doch irgendwas mit dem Magier-Zauberer-Flüchter, ne? Den muss man ja, glaube ich, ganz schnell loswerden. Das ist bestimmt so. Und du fliegst weg. Gibt's doch nicht. Er hat dann so einen komischen dämlichen Zauber drauf gehabt. Was ist das wie Healing Powers da überhaupt? Jetzt, vielleicht nimmt man da lieber noch so einen anderen Sniper mit. Einen anderen Sniper, ne? Ein Schnürgewehr. Ja, ich glaube, da nimmt man lieber nochmal so einen anderen Sniper mit, weil das ist dieser Blödsinn jetzt hier. Oh mein Gott, what the fuck? Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, erstmal den Zauberer-Freak da hinten loswerden. Ja, toll, was macht er denn wieder, ne? Ja, ich bin ja wieder mal ganz sauber. Ja, ich das Zauber nehme ich mir noch einen Scheißdreck da hin. Komische Voodoo-Totenkopf-Freak da, ja, ganz genau. Jetzt kommen wir mal rein. Die Verstärkung, einwandfrei, ne? Das ist schon ein komisch sauberer Freak da loswerden. Hallo. Ja. Okay, man braucht anscheinend diese Healing Powers doch. Ja, ich schalte ja auf Automatik und das nutzt zu blöd. So. Das macht ihr jetzt schon, meine Jungs, ne? Ich glaube, das ist auch sowas, wenn du da keinen Stunt drauf hast, dann machst du dem so minimal wenig Schaden, ne? Ich glaube, dem musst du schon mal einen schönen Stunt geben. Um dem mal richtig eins auf die Mütze zu geben. Ja, also wir haben ein bisschen Stun und jetzt geht auch wieder was, ne? Siehst du das? 2600. Nächstes Stun und 12.847, ne? Yay, we won! Ja, das war jetzt mal Stufe 4. Dann noch Stufe 5 und Stufe 6. Stufe 6 wird so übelst nervig mal wieder. Da bin ich mal gespannt, ob ich das mal wieder auf Anhieb schaffe oder besonders zusammenschneiden muss. Das ist ein bisschen nervig, aber das funktioniert schon. Das dann bis morgen. Viel Spaß und habt einen schönen Dienstag. Tschüssi.